wirklich um einen jungen Mann, der der einzige Vertreter seiner Partei im Europaparlament ist und der in den letzten 5 Jahren wahrscheinlich an mehr Ausschüssen und Gesetzen und sonstigen wichtigen Entscheidungen für Europa beteiligt war, als die meisten anderen Parteien. Nämlich um Damian Böselager. Und damit willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal aus meiner Reihe, wo ich interessante Persönlichkeiten vorstelle, die ich persönlich interessant finde, zu denen ich selber auch teilweise aufschaue. Heute geht es um Damian Böselager. Ich habe für diesen Zweck hier mal einfach so ein Wahlkampfplakat von der Partei Volt genommen. Ich finde den Typ einfach cool. Guck mal, wie sympathisch der ist. Wer ist dieser Damian Böselager? Damian Böselager wurde am 8. März, also am Weltfrauentag, 1988 in Frankfurt am Main geboren. Und zwar mit dem Namen Damian Hieronymus Johannes Freiherr von Böselager. Damian Böselager stammt also aus dem Altadelsgeschlecht der Familie von Böselager, die mittlerweile sehr weit verbreitet sind im deutschsprachigen Raum. Sein Großvater war Philipp Freiherr von Böselager, einer der bedeutendsten Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Tatsächlich haben aber viele heute lebende Mitglieder der Familie von Böselager ihren Adelstitel bereits abgelegt. Interessant ist natürlich noch so ungefähr so die Herkunft dieser Adelsfamilie, und zwar stammt die aus dem Erzstift Magdeburg im heutigen Sachsen-Anhalt und entstand dort so etwa im 14. Jahrhundert. Und über die Jahrhunderte hinweg standen verschiedene Verbindungen zu vielen Adelsfamilien in Europa, unter anderem zur schweizerischen Adelsfamilie Salis und zum Malteserorden. Es handelt sich also hier um eine ganz besondere Familie, die im Laufe der letzten Jahrhunderte immer wieder positiv in der europäischen Geschichte mitgewirkt. Wahrscheinlich ist deshalb Damian Böselager eine so besondere, schillernde Persönlichkeit. Kommen wir zum Werdegang von Damian Böselager. Damian Böselager besuchte das Aloysius-Kolleg in Bad Godesberg und machte dort sein Abitur. Danach studierte er Bachelor in Philosophie an der Uni in Bayreuth. Und dann studierte er den Master Public Administration an der Columbia University in New York. In New York lernte er den Italiener Andrea Benson und die Französin Colombe Carin Salvador kennen. Mit beiden war er dann im Jahr 2017 auf einer Wahlkampfparty von Hillary Clinton, und beide oder alle drei sahen es sehr kritisch, was in Europa hinsichtlich des Brexits zeitgleich geschah, und hatten große Bedenken bei der Kandidatur von Trump, der bekanntlich, wie jeder weiß, später bei den Wahlen gewonnen hat. Und dort kamen sie auf die Idee, eine paneuropäische Partei zu gründen, nämlich die Partei Volt. Sie sehen nämlich die Lösung darin, dass wir internationaler zusammenarbeiten und transnationaler Politik machen. Das bedeutet, dass wir eben nicht mehr nur gucken, was in unseren Ländern und Staaten läuft, sondern über den Tellerrand der Grenzen hinausschauen, denn nur so können wir die Probleme lösen. Und es bringt nichts, wieder dahin zurückzugehen, dass es keine EU mehr gibt und dass wir uns im Endeffekt wieder nur verfeinden oder nur Verträge haben, die jederzeit gebrochen werden können. Wir müssen langfristiger denken, wir müssen uns überlegen, wie kann Europa sich stark machen, ja, gegen Faschismus, egal wo in der Welt. Gemeinsam mit Marie-Isabel Heiß gründete er dann Volt Deutschland und nahm an der Europawahl 2019 teil. Das war die erste Wahl, an der die noch damals junge Partei Volt teilnahm. Viele Verbände haben sich erst 2018, 2019 dann auch gegründet, ja, teilweise sogar später, eben um dann später auch bei Landtagswahlen teilzunehmen. Damals erreichte Volt Deutschland 0,7% der Stimmen und damit zog Damian Böselager ins Europaparlament ein. Denn das Besondere bei der Europawahl ist es, dass es bislang keine Prozenthürde gibt
Und deshalb macht es auch Sinn, dort kleine Parteien zu wählen, ja, und allen Parteien eine Chance zu geben. Denn da ist keine Stimme verschenkt. Denn jede Partei kann gewinnen, sie muss rund 0,5 bis 0,6% der Stimmen erreichen. Das entspricht ungefähr der Prozentzahl, die ein Abgeordneter dann im Parlament rechnerisch ausmacht. Und da ist egal, von welcher Partei die Stimmen kommen, jeder kommt rein, der diese Prozentzahl erreicht. Im Europaparlament wurde er dann, da er ja mit Volt keine eigene Fraktion bilden konnte, Teil der Fraktion Grünen die Eva. Da aber damals schon auch ein englischer Volt-Verband teilnahm, aber England ist ja jetzt, oder Großbritannien ist jetzt erstmal raus, ja, aber jetzt bei der kommenden Europawahl nehmen auch Verbände aus anderen Ländern in Europa teil. Ja, insgesamt nehmen 10 Länder in Europa an den Wahlen teil. Das bedeutet, dass es diesmal sogar möglich wäre, dass bei der Partei Volt von mehreren Ländern Abgeordnete reinkommen. Ja, zwar wird es möglicherweise nicht reichen, dafür bräuchte Volt nämlich 25 Abgeordnete, um eine eigene Fraktion zu bilden, aber es wäre trotzdem so die erste transnationale parteiliche Gruppierung im Parlament, selbst wenn man sich dann doch nochmal einer der anderen großen Europafraktionen anschließt, die eben nicht mit einem gemeinsamen Wahlprogramm antreten, wie die Partei Volt. Ach, jetzt mache ich schon wieder Werbung für Volt, statt hier über Damian Böselager zu reden. Ich möchte an dieser Stelle aber auch kurz andeuten, ich selber bin Mitglied in der Partei Volt und habe daher hier Damian Böselager schon persönlich getroffen und kann vieles, was man über ihn an positiven Dingen sagt, tatsächlich auch bestätigen. Man sieht wirklich, dass er für die europäische Idee brennt und dass er wirklich politisch was verändern will. Ich hoffe, ich brenne damit jetzt nicht den einen oder anderen meiner Zuschauer. Ja, ansonsten tut es mir nicht leid, denn politische Neutralität kann man auch haben, wenn man Mitglied in einer Partei ist. Und ganz wichtig ist, die ganzen wissenschaftlichen Werte, die ich hier auf diesem Kanal seit Jahren immer wieder vertrete, ja, die finde ich politisch halt am besten auch in der Partei Volt wieder. Deshalb werde ich zum Ende dieses Videos auch nochmal ein Video verlinken, warum bin ich bei Volt. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann schaut bis zum Ende. Er vertritt seine Fraktion, also die Fraktion, die Grünen, Eva, im Ausschuss für konstitutionelle Fragen und ist auch stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Industrie und Energie, im Haushaltsausschuss sowie im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Zudem ist er Sprecher seiner Fraktion für den Corona-Aufbauplan sowie das Förderprogramm RePowerEU. Auf der Ausstellungsversammlung in Erfurt 2023, bei der ich selber anwesend war, ja, wurde er zum Spitzenkandidat der Europawahl 2024 wiedergewählt. Ja, das heißt, er hier wird mit großer Wahrscheinlichkeit wieder ins Europaparlament kommen und bei vielen wichtigen Gesetzen mitwirken. Ganz besonders wichtig bei ihm sind seine politischen Ansichten und Positionen. Er ist für transnationale Listen bei der Europawahl, eine Erleichterung der Wahlteilnahme sämtlicher EU-Bürger bei Kommunal- und Europawahlen. Das bedeutet, wenn man jetzt mehrere Wohnsitze in Europa hat, dann kann man in der Kommune, wo man lebt, selbst wenn man keinen Pass aus dem Land hat, bei der Kommunalwahl teilnehmen. Das finde ich persönlich besonders wichtig, weil gerade auf kommunaler Ebene findet die Politik statt, die uns direkt betrifft. Das vergessen wir immer wieder. Ja, aber was uns direkt betrifft, findet nicht in Berlin oder in Brüssel statt, sondern in der Kommune, in der wir selber leben. Und da müssen wir die Möglichkeit haben, egal wo wir wohnen, uns zu beteiligen. Und auch auf anderen Ebenen ist es wichtig. Ich habe Verwandte, die wohnen seit 20 Jahren in Österreich und die haben es immer noch nicht möglich gemacht bekommen, dass sie in Österreich und in Deutschland an Wahlen teilnehmen können. Sie können in keinem der beiden Länder an Wahlen teilnehmen. Grundsätzlich ist Damian Böselager auch kritisch gegenüber Sperrklauseln bei Wahlen, weil er eben sah, in einer Demokratie muss es möglich sein, dass jede Partei eine reelle Chance hat, an einer Wahl teilzunehmen. Und es kann nicht sein, dass man sagt, ja, eine Partei, die eine bestimmte Prozenthürde nicht erreicht, kann nicht ins Parlament oder eine Partei, die eine bestimmte Menge an Unterschriften sammeln muss, kann nicht teilnehmen.
Da kann man natürlich immer wieder mit dem Moment kommen, ja, Weimarer Republik und so, ja, aber in vielen anderen Ländern Europas gibt es auch keine Sperrklauseln oder viel niedrigere als in Deutschland und da funktioniert die Politik auch. Denn in einer guten Demokratie brauchen wir Pluralismus und Parteien sollten sich ergänzen und sich nicht gegenseitig bekriegen, egal wie groß ihre Fraktionen sind. Außerdem haben wir Faschisten ins Parlament bekommen hier in Deutschland, obwohl wir eine Prozenthürde haben. Also verhindert eine Prozenthürde Faschismus tatsächlich nicht. Zudem wünscht sich Damian Böselager eine bessere gemeinsame Zusammenarbeit in Europa, mehr gemeinsame Lösungen für Probleme, wie zum Beispiel während der Corona-Pandemie, und dass es nicht immer nationale Unterschiede gibt und niemand mehr genau weiß, darf er jetzt noch irgendwo hinreisen, wo darf er hinreisen. Ja, und gerade für Pendler in den Grenzbereichen war das ein Riesenproblem, dass jeder Staat es anders gemacht hat. Dann wünscht sich Damian Böselager eine Blue Card nach dem Vorbild der Green Card. Das heißt, dass Fachkräfte aus anderen Ländern auf der Welt quasi nach Europa kommen können, ja, und dort ein Jahr leben können und dann quasi sich hier integrieren können, sich hier weiterbilden können, hier einen Job suchen können, ja, oder auch schon haben, ja, und nicht dieses umständliche Aufnahmeverfahren haben, wie es jetzt teilweise ist, was oft nur dazu führt, dass die Leute dann an den Rand der Gesellschaft rutschen, was viele Probleme, besonders auch aktuell in Deutschland, verursacht. Zudem wünscht er sich ein europaweites einheitliches Asylrecht, ja, also quasi eine Vergabe der Asylanten in Europa nach gleichen Maßstäben, denn das Sterben im Mittelmeer muss aufhören. Nämlich Damian Böselager unterstützt das Green Deal von der Europäischen Union. Dabei geht es um ein großes Nachhaltigkeitsprogramm, das die EU umweltfreundlicher machen soll und wo eben viel gegen Greenwashing unternommen werden soll, sondern dass wirklich geschaut wird, was ist wirklich nachhaltig, ja, und dass auch mehr Naturschutzgebiete insgesamt geschaffen werden. Gerade im Hinblick auf den aktuellen Naturschutzmai, den Monat des Naturschutzes, ja, wo es eh ganz groß auch am 22. Mai um das Thema Biodiversität geht, ist es ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, dass wir unsere Umwelt und Natur und auch das Klima schützen. Denn durch die ganzen Wechselwirkungen dieser verschiedenen Bereiche untereinander sind kleinste Veränderungen im Gefüge der Natur, im Gefüge unseres Planeten schon so problematisch, dass sich Dinge dramatisch zu unserem Nachteil verändern. Und da müssen wir aufpassen, da müssen wir entsprechend handeln. Und hier sollte die EU auch Vorbild sein. Die EU wird nicht die gesamte Welt retten können. Die EU kann aber ein Vorbild sein. Und wir sollten nicht schauen, was andere schlecht machen, sondern immer schauen, was können wir als Europa besser machen. Zudem fordert Damian Böselager sehr viel mehr Transparenz in der Politik. Insbesondere natürlich im Hinblick darauf, dass wir unbedingt auch ein Lobbyregister auf europäischer Ebene brauchen. Aber auch auf allen anderen Ebenen. Dann ist Damian Böselager natürlich Befürworter des europäischen Föderalismus. Jeder, der meine Videos schon lange schaut, weiß, ich bin Befürworter des europäischen Föderalismus, Befürworter der Vereinigten Staaten von Europa, seit ich ein Kind bin. Denn ich kann mich nicht erinnern, wann ich die Idee mal irgendwann blöd fand, weil ich es schon als Kind immer faszinierend fand, dass man im Schengen-Raum sich frei bewegen konnte und es unfassbar interessant fand, die Vorstellung, dass Teile von Frankreich genauso zu einem gemeinsamen europäischen Staat gehören wie Teile von Deutschland oder Polen. Und ich habe es nie verstanden, warum Magdeburg irgendwie zu einem Staat gehört und irgendwelche Städte in Frankreich irgendwie zu einem anderen Staat, obwohl teilweise ich als Pfälzer, bin ja in der Pfalz aufgewachsen, oft viel besseren kulturellen Bezug zu vielen Regionen in Frankreich hatte, als zu vielen Regionen in Deutschland. In diesem Sinne will er die EU demokratisieren und reformieren. Er will aus der EU einen Bundesstaat nach deutschem Vorbild schaffen. Das heißt, er fordert deswegen auch auf Europaebene einen Bundesrat, wie wir ihn hier in Deutschland haben. Und
Er wünscht sich ein Initiativrecht für das Europäische Parlament. Denn bisher stimmt das Europäische Parlament über Gesetze ab, die irgendwelche Landesväter der Mitgliedstaaten gemacht haben, kann aber selber keine eigenen Gesetze vorschlagen. Und das ist höchst undemokratisch. Damian Bösenlager ist also ein großer Visionär und damit aus meiner Sicht ein Vorbild. Und als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, warum er Volt gegründet hat, war das mit einer der Gründe, warum ich Mitglied dieser Partei geworden bin. Weil ich dachte, die Partei braucht mehr solcher Leute, die wirklich sich mit ihrem politischen Handeln für ein vereintes Europa einen Lebenstraum erfüllen. Seine Idee, mit Hilfe einer transnational agierenden Partei, quasi die uralte Idee eines vereinten Europas endlich zu vollenden, ist aus meiner Sicht bahnbrechend. Ja, bisher war es immer so, dass einzelne Parteien aus Frankreich oder Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, diese Idee hatten. Aber die haben noch nie so transnational agiert, wie es tatsächlich bei Volt der Fall ist. Volt ist in 30 Ländern in Europa vertreten, tritt bei der Europawahl jetzt bei 10 Ländern an. Und es gibt keinen Mitgliedstaat der EU, wo es kein Chapter gibt. Und es gibt mittlerweile diverse Länder wie Ukraine, Albanien oder auch Großbritannien, die aktuell nicht Teil der EU sind, in denen es bereits Chapter der Partei Volt gibt. Und das verdanken wir Damian Bösenlager, weil der mit seinen Visionen die Menschen dazu bewegt, endlich was in Europa zu verändern. Meiner Meinung nach brauchen wir mehr Menschen in der Politik wie Damian Bösenlager, die mit ihren Visionen und Ideen und mit ihrem Engagement die Politik in Europa verändern wollen und in eine neue, progressive Richtung denken wollen. Viele Politiker haben nicht mehr den Mut zu verändern oder lassen sich schnell entmutigen. Wir müssen handeln, und zwar progressiv, und zwar jetzt. Zudem ist er auch ein Vorbild für viele andere Politiker. Er schafft einen sehr guten Spagat zwischen Parlamentsarbeit, Bürgernähe und Parteipräsenz. Vielen Politikern mangelt es meiner Meinung nach an mindestens einem dieser drei Punkte. Sie haben die Nähe zum Bürger verloren, sind nicht mehr wirklich präsent und nahbar in ihrer Partei und oder machen schlechte Parlamentsarbeit. Ich werde mich daher weiter zusammen mit Volt stark machen, dass dieser Mensch weitere 5 Jahre ins Europaparlament kommt. Ich werde mich allgemein stark für ein vereintes Europa machen, weil es ein Lebenstraum von mir ist, irgendwann in einem vereinten Europa zu leben. Dabei ist mir egal, wie groß dieser Staat ist. Aber es wäre wunderbar, wenn möglichst viele Staaten und Regionen Europas daran beteiligt sind. Und genau aus diesem Grund werde ich bei dieser Europawahl in den nächsten Wochen, wie gesagt, Werbung für Europa machen, zeigen, warum Europa wichtig ist, zeigen, warum wir die EU brauchen und zeigen, welche Vorteile ein vereintes Europa hat. Und ich habe ja auf meinem Kanal schon immer wieder wichtige Videos zu Europa gemacht. Und das eine oder andere Video findet ihr auch in der Playlist zum Thema Europa und da werden einzelne der Videos, die jetzt in nächster Zeit kommen, auch unterkommen. Das heißt, zusätzlich zu meinem Video, warum bin ich bei Volt, verlinke ich hier noch meine Playlist zu Europa. Tja, und vielleicht sieht man den ein oder anderen von euch ja demnächst mal irgendwo an irgendeinem Wahlstand. Ja, dann können wir mal ein bisschen schnacken über Europa und über diesen netten Kerl hier. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!